Also, der schneidet sich die Haut ab, so wie es scheint. Ich sage mich nur, von was ist das die Haut? Man erkennt den Körperteil nicht. Und wieso schneidet er sich Haut ab? Findet Leinwand zum Malen. Alter, mich schucken, da geht's ja wohl nicht mehr. Es ist dunkel. Das gefällt mir nicht. Wenn jetzt ein Jumpscare kommt. Wenn Bonnie kommt, hau ich ihm in die Fresse. Okay. Es gibt doch nur noch diese Tür. Und sie ist wieder offen. Oh Gott. Okay. Junge, du hast echt Probleme, weißt du das? Ich schwitze mich durch hier. Tief durchatmen. Denk dann, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Das war mir schon lange bei ihm. Was der für Probleme hat, ey. Was? Formlose Träume. Und jetzt ist hier plötzlich nur so ein minziges Dings an der Wand. Wieder? Staubmäuse, selbst in Lungen. Ich glaube, ich habe langsam das Gefühl, dass ich... Ich hätte was gehört. Ein Apfel ist bis hierhin gekrochen. Ist immer noch so. Hass! Selbst jetzt! Verloren! Du verdienst es! Beende es! Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Aha. Es malt sich von selbst. Was ist das für ein Scheiß? Wer malt denn sowas? Sind doch diese Vögel, diese... Wie heißen sie? Flamingos. Wer malt so halb verleitet? Ah. Okay. Aha. Gott. Aha. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner. Ich muss ein Messer finden. Vorsicht. Ach so. Okay. Der erste Schritt in Richtung durch bei Ampel Rot. Also wie sagt man das bei euch in Deutschland, wenn eine total Mischuge wird langsam? Ah, ist das ein Tagebuch? Ah, ein Album. Ist ja nett. Aha. Aha. Das ist gut. Das ist also das Hauptmenü hier, dieser Raum, ne? Okay. Was ist das? Kerze. Steht jetzt hier irgendwie was Neues drauf? Nee. Wer malt verleierte Flamingos? So. Und nun? Aufzug? Ich denke, ich kann nicht zurück. Nein, natürlich nicht. Okay. Ab in Aufzug. Schöner Aufzug. 19. Jahrhundert. Kann ich hier zu machen? Tür zu. Es zieht. Es zieht! Jetzt? Ah, es geht nur nach rechts. Okay. Ich bleib in der Ecke. Ich kenne das von Silent Hill. Plötzlich kommt so ein Monster aufs Dach. Bäh. Okay. Fast. Was? Ich hab vergessen. Fast Cat. Schnelle Katze, aber das will ja nichts. Das will ja nichts bedeuten.
doch noch mehr Krach. So. Oh, ich bin zu fett. Ein Gang mit vielen Türen. Aber die verschlossen sind. Und ja, es ist ein bisschen Anlehnung an Silent Hills PT. Ach, komm schon. Ach, Guinness. Wie man jetzt jemand hinter mir steht. Ich habe jetzt ausgerastet. Alter. Gibt's ja gar nicht. Wie komm... Oh, Leute. Ah! Alter, erschreck mich nicht so. Ich dachte jetzt fast zum Teufel, du guckst mich an. Also, das sind die zentralen Bilder von ihm. Die wichtigsten. Vielleicht auch seine eigenen. Das hier ist seine Mutter. Das hier ist sein Vater. Das hier ist sein Bruder, der Hochnäsige. Das hier ist sein Haus mit einer Schauspielerfamilie. Das hier ist sein... Ach komm. Keine Ahnung. Also, ja. Mutter in Frau in Weiß, unschuldig. Behaarter Mann, behaarte Frau, was auch immer. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Ein etwas verächtlichsvolles Schauen. Mutter, die verzweifelt ist. Niemand weiß warum. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ein Kind, das davongetragen wird. Und ein Mann mit zwei Gesichtern. Und, das ist im Moment das Schönste, ein Schlüssel. Und ich komme hier nicht am Stuhl vorbei. Na, super Nanny, ja, stille Kammer. Oh Gott! Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau somit, sowie Ihnen selbst nicht als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. N. Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Wieso jetzt die Frau? Wieso fehlt der denn jetzt Haut? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir, unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau, das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden. Weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiteren Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar feststellen, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehr Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Matt William H. Green. Also, ich vermute langsam, dass beim Brand, wo die Frau gespielt hat, ist irgendwas mit der Frau passiert und so langsam fängt an, das Puzzle sich zusammenzusetzen. Ich hoffe, hier ist niemand draußen. Nö. Und hier ist jetzt... Ach, jetzt sind hier plötzlich alle Türen offen, oder was?
So, die Frau, die spielt ein Zimmer für sich. Gedankenzimmer für sich. Nichts verschlossen. Why did you stop? That dude was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Hä? Was? Nochmal. Nochmal! Wer bettelt jetzt um was? Ich glaube, er wollte... Okay! Ich glaube, wir haben jemanden mit einem extrem großen Ego-Problem. Er möchte malen. Sie ist erfolgreich. Er bekommt nichts hin und sie hat offene Türen. Und sie kommt bei einem Brand, wie es sie verletzt. Und er, ich glaube langsam, wir haben sie hier mit einem echten Psychopathen zu tun. Bin gespannt, ob sich die ganze Geschichte noch dreht. Aber bis jetzt ist das echt ein mischugenes Arschloch. Der irgendwie jetzt Probleme, psychische Probleme hat, dann kann ich das sehr gut verstehen. Weil die hat er verdient. Also ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber... Ihr wisst, was ich meine. Okay, es heißt wohl, er ist gescheit. Oder er denkt, er ist gescheit. Hinter verschlossenen Türen ist er sehr gescheit. Aber auch... ein leeres Hemd. Er hat nicht viele Facetten. Ich mache mir gar nicht die Mühe, diesen Typen zu verstehen. So. Die offene Welt mit Hügeln und Wolken. Alter. Jetzt hat es gedonnert bei uns. Ja, geh mal. Okay. Wieso hat das hier in den gröbsten Winkeln eine Tür? Das sind Flügel? Ne, das sind zwei Tische. Alter, was ist? Hier brennt was! Hier brennt was! Der Teufel, was brennt hier? Okay. Feuer. Er steht über dem Feuer. Er ist nicht unter dem Feuer, er steht über dem Feuer. Das heißt, er kontrolliert das Feuer. Alter, wenn das ein Arschloch ist, ey. Ich vermute langsam, das ist echt ein Arschloch. Der kam damit nicht klar, dass... seine Frau den Erfolg hat, den er wahrscheinlich nicht hat. Kreativität und Ansehen. Und ich glaube langsam, dass er einen echten Scheiß abgezogen hat. Das ist meine Theorie. Ein Kind schreit. Er seufzt sich wieder. Kommt das her? Ich höre doch was. Ah! Was kommt das in so eine scheiß Truhe? Ah! Scheiße. Das Kind ist eingegangen. In Wein oder Blut? Okay. Okay. Das Kind ist eingegangen. Diesen Fakt haben wir schon. Wieso ist das so eine Zange hier? Das säuft. Das ist Blut oder ist das Wein? Ich glaube, ich habe es echt mit einem echten Psychopathen zu tun. Alter Schwede. Okay. Ich stelle noch keine großen, echten Theorien auf, aber ich glaube, der ist echt durch den Wind. Aber der hat seiner Frau einfach gar nichts mehr gegönnt. Jetzt gestolpert oder wieso? Kommen wir hier durch. Öffne deinen Geist. Und ist das ein Zimmer?
Ah, Licht. Hallo. Das ist sein Büro. Völlig zugemüllt. Da stehen Kerzen, da rennen Mäuse hin. Die Brasatzmäuse fallen. Er denkt, er hat die Pest. Also irgendwas ist, er hat irgendwie halb oder unsichtbare Kreaturen, die ihm das Leben und alles Schädliche passiert einfach so durch Schädlinge. Nein, er hat natürlich kein bisschen Schuld an irgendwas. Warnsignale! Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Aha! Schizophrenie! Ach, jetzt kommen der Sache aber ein ganzes Stück näher, Burschis. Fraulis. Hallo, Leute. Ich meine euch. Nur Spaß. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit aufgeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe oder Psychiater, ich kenne den Unterschied einfach nicht, konsultieren. Und jetzt passt auf. Ausdrucksloser Blick, starren ins Leere. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Schlaflosigkeit. Unübliche Gestik und Körperhaltung, das schon immer da war. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten und zu verspüren. Und zwar definitiv. Depersonalisation. Was soll das überhaupt bedeuten? Ja, da kann ich jetzt echt mal mitreden. Da weiß ich auch nicht, was das sein soll. Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen. Was? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen. Könnte vom Unfall kommen. Ach so, vom Humpeln. Anfälligkeit für wütendes, wütendes Verhalten. Eher passiv, aggressiv. Oh, Entschuldigung. 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 Entschuldigung, ouch. Antriebslosigkeit und suizidiales Denken. Nein, ich will natürlich hier keinen Spaß draus machen. Also, gut. Ich gehe jetzt kurz essen. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und ja, dann sehen wir dann, was hinter der Tür ist, wo die auch mit so mir ein bisschen Halsweh, selber schuld. Mir geht's gut, mir geht's gut. Also, das war eine schöne Aufnahmesession. Und wie gesagt, das geht hoffentlich gleich weiter. Also, ich schneide das erstmal und mache ein paar Parts draus. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen hoch, wäre ganz nett. Weiter sagen auch. Und bis zur nächsten Aufnahme, bis zum nächsten Part. Bis zu, wie auch immer, bis weitergeht. Es geht weiter natürlich, also bis denn, wie es weitergeht, bis denn, tschüss! Thank you.